Da wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Da wird auch dein Herz sein. In der Gründungserklärung des Deutschen Evangelischen Kirchentages von 1949 heißt es: Der Kirchentag soll der Zurüstung der evangelischen Laien für ihren Dienst in der Welt und in der christlichen Gemeinde dienen. 45 Tonnen Tagungsunterlagen hat der Kirchentag im Vorfeld verschickt. Und der Umfang dieses Programmheftes oder Programmbuches lässt darauf schließen, dass der 33. Deutsche Evangelische Kirchentag in Dresden einiges zu bieten hatte. Wir blicken in dieser Sendung zurück auf diese 5 Juni-Tage 2011. Denn der Kirchentag in Dresden war das Ereignis in der sächsischen Landeshauptstadt und er war das Ereignis für viele Christen in Deutschland und darüber hinaus. Da, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Da wird auch dein Herz sein. Wofür stehst du ein? Was ist dir wirklich wichtig? Und ich meine nicht nur ein bisschen, nein, ich meine so richtig. Was schätzt du wert? Was geht dich am meisten an? Von allen Schätzen, die man schätzen kann. Ich gehe davon aus, was immer es auch sei, wenn's dir wirklich wichtig ist, bist du aus vollem Herzen mit dabei. Ist ja klar, damit du's magst, muss es dir erstmal was wert sein. Da wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Da wird auch dein Herz sein. Es bleibt also zu klären, was für Schätze sind dir hold. Manche denken beim Wort Schatz zum Beispiel an Aztekengold. Für manche zählt als Schatz der Wert jedes Cents. Ein teures Haus, ein teures Auto wie ein Mercedes-Benz. Mancher geht sogar auf die Yacht nach einer Yacht oder hätte gern einen Jet. Der andere sagt, ich hab schon 8. Für Frauen sollen's Kleider, Diamanten, Schmuck und Nerz sein. Wenn da dein Schatz ist, wird da auch dein Herz sein. Dann wird da auch dein Herz sein. 118.000 Dauerteilnehmer, dazu 30.000 Tagesgäste und natürlich die Dresdner Bürgerinnen und Bürger. Alle wollten bewegt werden und zügig von A nach B kommen. Die Dresdner Verkehrsbetriebe haben alles dafür getan, um müden Kirchentagsfüßen Entlastung zu schenken. Wer unter Klaustrophobie leidet, der war auf dem Kirchentag besser zu Fuß unterwegs. 100.000 Kirchentagsteilnehmer sorgten für viel Gedränge in Bussen und Straßenbahnen. Mehr als 2.000 Veranstaltungen an über 200 verschiedenen Standorten. Damit die Stadt nicht im Chaos versank, bedurfte es eines gut organisierten öffentlichen Nahverkehrs. Hierfür verantwortlich war die Dresdner Verkehrsbetriebe AG. Also im Grunde genommen fordern wir mit allem, was wir zur Verfügung haben, sei es Fahrzeuge, Busse, Straßenbahnen, als auch das Personal. Wir haben eine ganze Menge Mitarbeiter in der sogenannten Verwaltung und Technikebene, die noch eine Betriebsvorberechtigung haben. Die werden natürlich zusätzlich eingesetzt. Das Team um Pressesprecher Falk Lösch hatte sich im Vorfeld des Kirchentages viele Gedanken zum Verkehrsaufkommen gemacht. Ich denke, dass wir ganz gut gerüstet sind. Wir kennen die Standorte, die Quartiere, die in Dresden sind, also wo die Besucher übernachten. Wir wissen also, wo der größte Bedarf entsteht und haben genau diese Achsen natürlich verstärkt mit Bussen und Bahnen. Und während des Tages wird es nicht das Problem sein, sondern eher in den Morgenstunden, wenn alle zu den Veranstaltungsorten fahren möchten oder abends, wenn sie dann wieder heimfahren. Dann muss man gegebenenfalls doch mal eine Bahn wegfahren lassen, wenn sie voll ist. Aber keine Bange, die nächste steht garantiert schon dahinter und wartet auf die Einfahrt in die Haltestelle. 1.700 Mitarbeiter sorgten für einen reibungslosen Ablauf. Einer von ihnen ist Jan Fleischer. Die Stimmung unter den Kollegen ist positiv, natürlich angespannt. Wir sind von unserer Firma vorbereitet worden. Wir wissen, dass irgendwas über 100.000 Gäste nach Dresden kommen werden. Und jetzt heißt es, das Ganze zu bewältigen. Und da sind natürlich alle gespannt, aber trotzdem frohen Mutes. Gäste und Einheimische waren zufrieden. Der Transport zigtausender Menschen an die verschiedenen Veranstaltungsorte schien zu funktionieren. Es war alles bestens. War alles ordentlich angezeigt. Auch genug Platz für den Koffer. Also die Bahnen fahren regelmäßig und da kommt eigentlich jeder mit. Also ich bin Studentin, das heißt, ich nutze jeden Tag die Straßenbahn oder den Bus.
Ich muss schon sagen, es ist ziemlich voll, aber die Begeisterung von den Leuten, die spürt man eigentlich auch in der Bahn. So, das finde ich ganz, ganz toll. Auch wenn es in Bussen und Straßenbahnen eng wurde und man länger brauchte, um von A nach B zu kommen, die Teilnehmer genossen den Kirchentag in vollen Zügen. Neben vielen Hauptamtlichen waren es in Dresden einmal mehr die ehrenamtlichen Helfer, die den Kirchentagsteilnehmern zu Diensten standen. Ohne die Johanniter könnte der Kirchentag so nicht stattfinden. Das sagte die Kirchentagspräsidentin Katrin Göring-Eckardt bei ihrem Rundgang über den Kirchentag. Die Johanniter waren aus dem ganzen Bundesgebiet angereist, um zu helfen. Bei der Kinderbetreuung, bei Fahrdiensten, aber vor allem auch bei der medizinischen Absicherung der gut 2300 Veranstaltungen. Aus dem gesamten Bundesgebiet kamen mehr als 100.000 Menschen zum Kirchentag. Da durfte auch eine Unfallhilfe nicht fehlen. Wenige Kilometer vor den Toren der sächsischen Landeshauptstadt hatten die Johanniter ihre Zelte aufgeschlagen, in einer eigenen Kleinstadt. Das Johanniterdorf ist eine Berufsschule in Pirna im Außenbezirk von Dresden. Und hier werden über 1000 ehrenamtliche Johanniter aus ganz Deutschland schlafen, essen, sich lachen, ihren Einsatz planen und einfach Spaß haben. Wir helfen bei kleinen Malheuren, bei medizinischen Fragen, aber auch Menschen mit Mobilitätseinschränkungen, Menschen mit Behinderungen, die Hilfe bei der Fortbewegung brauchen, denen greifen wir unter die Arme. Viele Ehrenamtliche opferten ihre Freizeit, um die Johanniter auf dem Kirchentag zu unterstützen. Meine Schule hat mich für die ganze Woche beurlaubt, weil meine Schulleiterin sagt, dass es geht bei uns ja auch darum, Schülern bürgerschaftliches Engagement beizubringen. Und wenn man da nicht mit gutem Vorbild vorangehen, wer soll es dann tun? Das war überhaupt gar kein Problem. Das ist nicht der erste Kirchentag, bei dem ich hier als Helfer aktiv bin. Und es hat mir immer extrem viel Spaß gemacht, mit den verschiedenen Leuten zusammenzuarbeiten. Im Begleitdienst zum Beispiel, mit Leuten, die halt nicht von JOH sind. Und somit habe ich hier beim Kirchentag mit dem Helfen so ein bisschen den Schatz gefunden. 13.000 Brötchen, 10.000 Liter Wasser und 8.000 Portionen Obst. Eine große Kochcrew sorgte für das leibliche Wohl. In einer professionellen Feldküche wurde für alle Mitarbeiter frisches Essen zubereitet. Wir sind hier komplett autark, das heißt, wir werden alles selber kochen. Heute Nachmittag, am Dienstagnachmittag, ist die Küchencrew schon zugange und wird jetzt die nächsten 5,5 Tage 24 Stunden rund um die Uhr durchkochen, backen, brutzeln und für alle Helfer die Verpflegung selber sicherstellen. Das Kirchentagsmotto spielte auch für die Johanniter eine wichtige Rolle. Wir begreifen das als, ja, wir sind mit ganzem Herzen dabei, wir möchten das nicht halbherzig machen, sondern das ist wirklich eine Sache, die uns am Herzen liegt, die wir aus ganzer Begeisterung und Überzeugung machen, wo unsere Helfer voll dahinter stehen. Und ich denke, diese angewandte Hilfsbereitschaft, ich finde das ein sehr starkes Signal. Beim Kirchentag geht es ja um Nächstenliebe, um Zivilcourage, um Hilfsbereitschaft. Und unsere Helfer, die drücken das wirklich vorbildlich aus, indem sie nicht lange diskutieren, sondern hinfahren und anpacken. Da, wo andere Menschen Hilfe brauchen, sind unsere Helfer da und fragen nicht lange, sondern sie packen mit an. Das ist für mich die Essenz des Kirchentags. 3/4 der Sachsen gehören heute keiner Kirche an. Und das, obwohl sich Sachsen als das Kernland der Reformation und des Luthertums bezeichnet. Denn Luther und Melanchthon haben in Sachsen gelebt und gewirkt. Trotzdem kann man Sachsen heute wohl nicht als Hochburg der Kirche bezeichnen. Wohl auch ein Grund dafür, dass es in Dresden beim Kirchentag eine religionsfreie Zone gab. Da wird dein Hirn sein. Eine provokante Formulierung, die für Aufmerksamkeit sorgte. Die Regionalgruppe Gefahr e.V. der Giordano-Bruno-Stiftung lud so zu ihrer Gegenveranstaltung zum Kirchentag in Dresden ein. Die religionsfreie Zone ist das Alternativprogramm zum evangelischen Kirchentag. 80% aller Dresdnerinnen und Dresdner sind konfessionsfrei und für die möchten wir auch ein Veranstaltungsangebot anbieten. Eine Gegenveranstaltung, die auch noch das Kirchentagsmotto »Da wird auch dein Herz sein« karikiert. Für den Dresdner Superintendenten Peter Mais keine Überraschung. Der Kirchentag ist schon ein erstaunliches Ereignis, wenn man so gesehen eine Minderheit in dieser Weise, wenn die ihre Aufmerksamkeit erfährt und dass das dann auch Gruppen auf den Plan ruft, die das befremdlich halten, das ist eigentlich ein ganz normaler Vorgang. Für Falco Pietsch, Unterstützer von Gefahr e.V., ist der Kirchentag weit mehr als nur ein Zusammentreffen evangelischer Christen. Ich empfinde es in erster Linie als eine Provokation und insofern auch als eine fragwürdige Verwendung von Steuergeldern. Wenn Stadt und Land 7,5 Millionen Euro zur Förderung des Kirchentags geben, die Landeskirche nur 1 Million. Es ist also im günstigsten Falle eine staatlich finanzierte Imagekampagne für die evangelische Kirche.
wenn man es pointiert formulieren möchte, eine staatlich finanzierte Mission. Ich sehe das ganz anders. Der Staat subventioniert ganz andere Gruppen und Vereine viel stärker als die Kirche. Einerseits und umgekehrt ist der wirtschaftliche Gewinn, auch der profane wirtschaftliche Gewinn durch einen Kirchentag immens, was da an Verpflegung, an Unterbringung, an kultureller Wahrnehmung passiert, ist auch ein Wirtschaftsunternehmen, bei dem der Staat und die Stadt und die Kommune ganz viel davon haben. Der gelebte Atheismus in der ehemaligen DDR habe zu einer Gottvergessenheit geführt, so Peter Mais. Den Atheismus verurteilt der Superintendent aber nicht. Er wünscht sich vielmehr ein konstruktives Zusammentreffen. Ich finde, dass dieser Dialog, der schwierig ist, aber geführt werden sollte, er kann nur ein Gewinn sein. Gefahr e.V. lud während des Kirchentages in die Schauburg zu diversen Veranstaltungen ein. Neben vielen Vorträgen gab es auch eine Podiumsdiskussion zum Thema, wie viel Religion braucht der Mensch? Für Gefahr e.V. war die religionsfreie Zone mit insgesamt 850 Veranstaltungsbesuchern an 4 Tagen ein Erfolg. Rund 2000 Menschen mit besonderen Bedürfnissen waren unter den Gästen des Kirchentages, darunter auch viele Hörgeschädigte. Reden mit den Händen, das ist Gebärdensprache, aber singen mit den Händen, geht das? Wir haben es beobachtet. Herz und Hände mit Gebärden öffnen, so hieß der Workshop in der Dresdner Lukaskirche. Herzlich willkommen zum Kirchentag in Dresden. So begrüßte der Gebärdenchor aus Bayern die Teilnehmer des kirchlichen Großevents. Gebärdenlieder als Ausdruck des Glaubens gibt es schon eine ganze Weile. Aber erst vor einigen Jahren gründeten evangelische Gehörlosengemeinden in Bayern einen Gebärdenchor. Pfarrer Joachim Klenk begleitete von Anfang an das Projekt. Ja, das war eine Idee, die viele miteinander entwickelt haben, weil wir gespürt haben in den gebärdensprachlichen Gottesdiensten, wir brauchen Lieder und es gab ja auch Gebärdenlieder, nur sie sahen nicht so schön aus, sie waren nicht so lebendig, ein bisschen ja, verstaubt fast. Für die Chorleiterin Brigitte Schmidt ist es wichtig, Lobpreis für Gehörlose zugänglich zu machen. Wir versuchen eben Gebärdenlieder so entstehen zu lassen, dass wir immer schauen, dass es möglichst visuell ist und dass es auf Kirchenmusik passt. Also dass wir so dann unsere Kirchenmusik visuell darstellen können und aber auch umgekehrt. Also dass wir vertonte Musik als Anfangs, als Ausgabe haben und Auslage, wie man da auch sagt, und dann halt Gebärden daraus zu entwickeln. Damit der Chor zu Musik gebärden kann, braucht er Andrea Schwarz. Es ist dann einfach wichtig, dass jemand Hörendes den Rhythmus, die Dynamik übersetzen kann und den Gehörlosen quasi als Dirigent zur Verfügung steht. Laura Polster ist sich sicher, ein Gebärdenchor ist nicht nur etwas für Gehörlose. Ich denke, dass das für Hörende auf jeden Fall ganz interessant ist, dass sie einfach mal sehen können, was Gebärdensprache eigentlich bedeutet, dass sie vieles an der Visualität ja auch einfach wiedererkennen können, also zum Beispiel sowas wie Herz. Dann sehen sie die Gebärde Herz und erkennen das natürlich auch selber wieder. Oder Vogel zum Beispiel. Die Hörende können dann hingucken und hören gleichzeitig vielleicht das Wort Vogel und denken sich, ach ja, das ist die Gebärde für Vogel und so. Ich denke, das ist schön für Hörende. Die Kirchentagsteilnehmer waren begeistert. Der Workshop Herz und Hände mit Gebärden öffnen fand regen Zulauf. Die evangelische Gehörlosengemeinde ist ihrem Ziel auf dem Dresdner Kirchentag ein Stück näher gekommen. Die vollständige Anerkennung innerhalb der Kirche. Der Gebärdenchor verband Hörende mit Hörgeschädigten und war ein Teil des vielfältigen musikalischen Angebots auf dem Kirchentag. Neben gut 500 Bläserensembles und 150 Chören gab es aber auch ganz andere Klänge zu hören. Die kindlich Naiven eines sächsischen Liedermachers zum Beispiel oder die der Metalcore-Band Earth Link. Ich glaube, Kirche muss da einfach auch viele Schritte gehen auf die Jugend zu.
und muss gucken, wie sie die Menschen von heute ansprechen kann. Und das können wir nicht mit, oder nicht mehr, nicht nur mit Musik aus dem Mittelalter. Mittelalter ist zwar wieder top modern, aber nee, wir müssen schon gucken, was ist der Zeitgeist. Wir müssen nicht in allem dem Zeitgeist entsprechen und alles mitmachen, aber ich denke, so kulturelle Fragen, da können wir uns ruhig auf die Jugend zubewegen. Kein Kirchentag ohne Musik. In zahlreichen Veranstaltungen kamen Jung und Alt auf ihre Kosten. Ein vielfältiges Programm hatte die evangelische Großveranstaltung aufzuweisen. Von Blasmusik über Poprock bis Black Metal. Für die kleinen Teilnehmer trat der bekannte Liedermacher Gerhard Schöne aus Meißen auf. Für Kinder zu singen ist ein großes Glück, weil bei Kindern so die ersten Weichen gestellt werden. Und wenn ein Kind sozusagen, wenn man dazu mit beitragen kann mit Liedern, dass ihr Horizont geöffnet wird, dass sie keine Scheuklappen haben und nur in bestimmte Denkweise reingeraten, sondern sehr offen sind, fröhlich sind, dass Werte in irgendeiner Weise vermittelt werden, auch in den Liedern. Das ist eine große Chance für Musik. Nicht nur auf den großen Bühnen wie der vor dem Kulturpalast wurde Musikalisches geboten. An vielen Orten in Dresden wurde zu verschiedensten Stilen performt, gesungen und getanzt. Für Markus Hinkel von der CVJM-Gruppe Tensing dennoch nicht genug. Es könnte manchmal noch ein Stück mehr sein. Also es gibt noch viele ganz andere Schienen, die noch nicht bedient sind, wo ich mich auch drüber freuen würde. In der Scheune in Dresdens Neustadt ging es härter zur Sache. Mark Dobert von der Metalcore-Band Earthlink verfolgt mit seinem Auftritt auf dem Kirchentag ein klares Ziel. Ja, mir ist es wichtig, Gott zu erden irgendwie, wie der Name auch schon so ausdrückt, die jungen Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass es da noch mehr gibt im Leben, außer ja, Geld verdienen, Kommerz oder solchen Dingen. Und ja, ich möchte denen einfach auch Mut machen in meiner Musik und mit den Texten. Sag mal, die Musik unterstützt natürlich so lautmalerisch auch eine Aggressivität und vielleicht auch eine Dunkelheit, aber das kommt ja in der Bibel auch vor, zum Beispiel. Also wenn man sich die Psalmen anschaut, die Offenbarung anschaut, ist Metal eigentlich eine ziemlich gute Art, das zu vertonen. Der Bibel ist nichts fremd, was im Menschen ist. Also auch nicht diese Gefühle wie Wut und Trauer oder Anklage. Also man kann damit, denke ich, eine sinnvolle Gestaltung machen. Ob Singer-Songwriter, Blasmusik, Worship oder Metal, der Kirchentag bot ein facettenreiches Angebot verschiedenster Musikstile. Auch wenn der Kirchentag bereits zum zweiten Mal nach der deutschen Wiedervereinigung in den neuen Bundesländern zu Gast war, es war der erste echte wiedervereinigte Ost-West-Kirchentag. So zumindest sagt es die Kirchentagspräsidentin rückblickend. Denn jeder dritte Kirchentagsteilnehmer kam aus Sachsen oder den angrenzenden neuen Bundesländern. Andachten, Bibelarbeiten, Konzerte und politische Diskussionen. Die Organisatoren des Kirchentages hatten ein umfangreiches Programm erarbeitet. Die Teilnehmer waren nicht nur von der Atmosphäre, die in Dresden herrschte, begeistert. Sehr beeindruckend fand ich das Ganze. Für mich war es der erste Kirchentag und ich fand es sehr beeindruckend, mit so vielen Menschen zusammen, ja, zu kommen und zu feiern und alles. Man konnte gar nicht alles fassen. Gute Stimmung und echt auch voll schönes Wetter halt. Also hat alles gepasst. Ja, ich fand es auch toll. Also es war das erste Mal, dass ich beim Kirchentag bin. Und also ich fand auch so, dass Dresden da irgendwie optimal dafür ist. Also sieht man ja hier, ist echt schön. Ich fand ihn sehr inspirierend. Ich habe eine Menge mitgenommen, viele Gespräche geführt. Von Dresden einen ganz neuen Blick bekommen. Ich war zum ersten Mal hier und kannte eben auch Dresden nicht und mich mit der Losung auch noch mal intensiver beschäftigt, was ich, glaube ich, ohne den Kirchentag in der Form gar nicht gemacht hätte. Super. Einfach nur ganz klasse. Es war ein ganz tolles Erlebnis, mit ganz vielen Leuten zusammen zu sein. Es war ein ganz tiefes Inneres, tolles Gefühl. Ja, ich kann es eigentlich nicht so ganz in Worte fassen. Es war einfach ganz toll. Dresden als Ort des Kirchentags. Präses Nikolaus Schneider zweifelte anfangs an der Entscheidung. Also
Ich war nicht so ganz sicher, ob das wirklich eine gute Idee ist, wenn hier wir so geballt hier auftreten, ob das nicht eher Abwehr hervorrufen wird. Aber ich bin vollkommen überzeugt, die Stimmung ist wunderbar, es ist entspannt. Und ich bin davon überzeugt, dass dieser Kirchentag hineinwirken wird in diese Gesellschaft, die jetzt hier in Sachsen ja wohl noch so etwa 25% Christinnen und Christen hat. Aber das ist ja auch eben eine deutliche Minderheit. Und ich glaube, diese Minderheit wird ermutigt und viele Leute werden ins Nachdenken kommen. Für die ehemalige EKD-Ratsvorsitzende Margot Käßmann hatte die sächsische Landeshauptstadt klare Vorteile zu bieten. Wir können auf jeden Fall sagen, dass Dresden zum Zusammenführen viel beigetragen hat, dieser Kirchentag hier, weil die Menschen gerne nach Dresden gekommen sind, diese Stadt sie interessiert und diese Stadt sie auch unheimlich freundlich aufgenommen hat. Die Teilnehmer waren vom Kirchentag und besonders vom Abschlussgottesdienst angetan. Doch was bleibt vom 33. Evangelischen Kirchentag in Dresden? So eine positive Grundstimmung, die so ein bisschen in Richtung heile Welt geht, die würde ich gerne mitnehmen, auch in meine Arbeit. Auch in dem Wissen, dass wir nicht alles verändern können, aber zu wissen und sich getragen zu wissen von so vielen Menschen, die gemeinsam ein Ziel haben, das stärkt mich im Alltag. Ja, einfach wieder ein bisschen Bestärkung im Glauben, im Gottvertrauen, auch so die Atmosphäre, viele um sich zu wissen. Und ich wünsche mir, von dieser Freude auch weitergeben zu können. Für viele war der Kirchentag eine Ermutigung, ihren Glauben im Alltag neu auszurichten. Das Motto des Kirchentages hat sie darin bestärkt. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Während des Abschlussgottesdienstes auf den Elbwiesen sind bereits Ruderer in Richtung Hamburg gestartet, die Elbe abwärts. Denn in Hamburg wird der nächste evangelische Kirchentag stattfinden. Die Kirche Nordelbiens hat in Dresden bereits für Hamburg 2013 eingeladen. Mit Fischbrötchen, Elbwasser und Rotlicht. Übrigens, in Dresden auf dem evangelischen Kirchentag waren auch gut 10.000 Katholiken dabei. Sie dürfen sich auf den Katholikentag in Mannheim in 2012 freuen. Wir verabschieden uns mit den schönsten Bildern aus Dresden. Machen Sie es gut. Dann wird auch dein Herz sein. Manch anderer strebt nach Anerkennung, Einfluss, Ruhm und Macht. Die Frage ist, ob dich das alles wirklich glücklich macht. Macht es meistens nicht, es zeigt sich immer wieder, wer schon sehr viel davon hat, will trotzdem immer mehr und versucht möglichst alles zu erhaschen. Doch das letzte Hemd hat bekanntlich keine Taschen. Worauf kommt es also an? Wofür lohnt es sich zu leben? Wenn nicht nach Ruhm und Reichtum, wonach lohnt es sich zu streben? Ich schlage mal was vor. Wie wär's mit Werten wie Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit und Demokratie? Ich stehe auch sehr auf das, was schon in der Bibel steht, wie etwa Nächstenliebe, Mitgefühl und Solidarität. Ich finde, das sind Werte, die lassen sich durchaus herzeigen. Setzen wir für diese Schätze uns mit ganzem Herz ein. Uns mit ganzem Herz ein. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Da wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein.